Hallo YouTube, willkommen zu einem weiteren Warhammer Total War Online Ladder Game, mal wieder mit den Untoten. Keine Sorge, ich werde auch bald wieder andere Armeen benutzen. Und auch hier kämpfe ich mal wieder gegen eine Armee der Waldelfen, die man seit dem neuesten Patch verständlicherweise sehr häufig sieht. Meine Armee besteht wieder aus einer Variation meiner üblichen Armee, die ich gegen Waldelfen benutze und auch gegen viele andere Armeen. 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten Skelettkrieger als Frontlinie, dahinter 2 Einheiten Skelett-Speerkrieger gegen zum Beispiel Treekin und Cavalry-Angriffe, dahinter 2 Einheiten Crypt-Ghouls habe ich diesmal mitgenommen. Denn die sind zwar schwach gegen gepanzerte Einheiten, aber die Waldelfen sind ja nicht sehr gut gepanzert. Deswegen dachte ich, ist vielleicht mal eine gute Idee, die Einheit auszuprobieren. Wie immer, hätte ich jetzt fast gesagt, sind die, wie heißen sie nochmal, die Elite Graveguard Einheit dabei. Nein, diesmal ist es tatsächlich die Einheit Königstein Stalkers. Auch eine ziemlich gute Einheit, muss man sagen, für eine Skelettkrieger Einheit. Kostet allerdings auch doppelt so viel und vergiftet den Gegner. Mal sehen, wie die sich schlagen werden. Alles wie immer unterstützt von einem Korpskar, gibt einem Regeneration für einen relativ günstigen Preis und sorgt immer für Besorgnis beim Gegner, versucht das immer auszuschalten und so kann man den Gegner manchmal zu Fehlern zwingen und führen. Ein White King sollte immer dabei sein, um so eine Infanterie-Horde zu unterstützen, sonst ist sie leicht abgeschlagen und vor allem sobald der Lord stirbt und man hat keine zweite Generalseinheit oder Offizierseinheit, fängt alles an relativ schnell zu crumblen. Wie immer habe ich weiterhin einige Einheiten in Vanguard platziert. In dem Fall waren es 2 Einheiten Direwolves hier, eine Einheit Devils of Schwarzhafen, normale Wargeist und Manfred von Karstein, wie immer, bisschen weiter vorne platziert. Und wir können jetzt hier sehen, in dem Fall, ich habe sogar noch eine dritte Einheit, Crypt Ghouls, nämlich das Elite-Regiment Feasters in the Dark. Die können Stalken und Vanguard platzieren, gar nicht mal schlecht. Und meine Lieblings Fähigkeit, nämlich die Vanguard-Fähigkeit gegen die Waldelfen, hat sich mal wieder ausgezahlt. Ich stehe direkt neben so einer Einheit Wild Riders, obwohl die Wild Riders schon ziemlich stark sind. Mal sehen, wie sich hier die Crypt Ghouls zusammen in der Unterstützung der Direwolves schlagen werden. Legen wir mal los, gucken wir mal nochmal, was ein Gegner dabei hat. 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten Eternal Guards. Dahinter 1, 2, 3 Einheiten Wildwood Rangers, also sehr viel starke Kavallerie. Bisschen Bogenschützen, Glade Guards, Glade Guards, nochmal Glade Guards, einen Glade Lord auf einem Drachen und ein Branch Wraith für vermutlich Heilung und solche Sprüche. Auf beiden Seiten hat jetzt der Kampf gewonnen. Ich habe seine Wild Riders hier angegriffen und auch gleichzeitig versucht, auf der anderen Seite die anderen Wild Riders zu zerstören, bevor sie flüchten können. Ich habe hier Glück gehabt, er hat sich hier selber in eine Ecke des Spielfelds platziert. Er wurde von meinem White King gefangen. Dadurch werden die Einheiten immer ein bisschen aufgehalten. Und dadurch, dass jetzt meine fliegenden Einheiten dabei sind, noch außerdem ein Curse of Years gecastet wird, werden sie relativ langsam. Speed 45, da kommen sie einfach nicht mehr weg. Und das ist damit auch mehr oder weniger ihr Ende. Wir können uns das mal ansehen im Detail. Zombie-Drache. Two. Was du gerne tust. Ja, spucken. Entsprechend schnell sind die Wild Riders am Flüchten. Unglücklicherweise befinden sie sich schon sehr nah an der Kante des Spielfelds und sind dabei relativ schnell verschwunden. Auf der anderen Seite sieht das allerdings nicht ganz so gut für mich aus, denn zwar sind diese Wild Riders auch fast zerstört, aber im Gegenzug habe ich 2 Einheiten Direwolves verloren. Und die Feasters in the Dark sind auch schon fast kaputt. Hier habe ich den Fehler gemacht, ich habe sie ein bisschen mehr zu sehr in einem Blob auf die gegnerische Einheit geschickt. Ich hätte sie mehr von beiden Flanken angreifen sollen, dann hätte das sicherlich anders ausgesehen, der ganze Kampf. Klug wie mein Gegner war, hat er seinen Glade Lord zur Unterstützung geschickt und die Feasters in the Dark sind dem kombinierten Angriff des Glade Lords und den Wild Riders natürlich hilflos ausgesetzt. Und insofern hatten wir hier einen Trade, zwei seiner Wild Riders, die sind ja schon fast tot gegen 3 meiner Einheiten. Ich glaube, relativ ausgeglichen ist das Ganze ausgegangen. Jetzt habe ich natürlich gesehen, dass er nur eine fliegende Einheit hatte und ich eben 3. Das habe ich gleich ausnutzen wollen
und wollte seinen Glade Lord so früh und so schnell wie möglich ausschalten, während er sich gedacht hat, okay, während sein Lord hier weg ist, möchte er so viel meiner Einheit vernichten wie möglich, denn ohne Lord-Unterstützung fallen die Vampireinheiten sehr schnell auseinander. Da hatte ich aber keine Lust drauf, also dachte ich mir, gut, er kommt von hier und ich gehe mal darüber und mal gucken, ob ich vor ihm flüchten kann. Weil er allerdings schneller ist, wird er mich sicherlich über kurz oder lang fangen. Hier war er vielleicht ein bisschen zu forsch. Wenn er seinen Glade Lord hier zu seinen Bogenschützeneinheiten gezogen hätte, hätte ich das Ganze nicht machen können. Ich hätte ihn mich nicht an ihn annähern können und das, was gerade hier hinten passiert, nämlich dass sein Glade Lord gedebufft wird mit dem Curse of Years und verlangsamt wird, wäre nicht passiert und er wäre auf jeden Fall in Sicherheit gewesen. Er ist natürlich immer noch trotzdem relativ schnell und irgendwie machen meine fliegenden Einheiten nicht so richtig Schaden bei ihm, was mich ein bisschen hier zu dem Zeitpunkt geärgert hat. War jetzt aber auch nichts dran zu machen. Gucken wir uns mal an, wie es hier weitergeht. Die meisten meiner Einheiten haben sich hier durch dieses eine Tal zurückgezogen, während die Königstein-Stalker, mit denen bin ich irgendwie nicht rechtzeitig hier reingekommen, deswegen habe ich sie weitergezogen, aber interessanterweise hat wahrscheinlich einen ganzen Armeebefehl auf einmal gegeben und ihn irgendwo hier hingeschickt, sodass seine gesamte Armee hier rüber gegangen ist und die Königstein-Stalkers gerettet worden sind. Ich dachte mir, okay, jetzt wird es Zeit, einen Gegenangriff zu starten, weil hier gerade seine Bogenschützen alle versammelt waren. Bin mit meiner ganzen Armee in einem riesigen, dämlichen Blob, kann man eigentlich fast sagen, hier in seine Einheiten reingelaufen. Hier ist nur eine Einheit des Gegners übrig und er blobbt genauso zurück. Auf der anderen Seite ist Folgendes passiert. Ich habe versucht, mit meinem Wargeist seine Kavallerieeinheiten hier zu packen, was er sich gleich als Gelegenheit genutzt hat, meinen Manfred von Karstein anzugreifen. Und im direkten Kampf sah es so aus, als wäre er doch ein bisschen stärker als Manfred von Karstein. 450 Schaden, auch noch magische Angriffe und auch noch vergiftende Angriffe, also der macht schon sehr viel Schaden. Aber jetzt hier in Kombination Wargeist vergiften. Nein, die vergiften ihn nicht. Jedenfalls nicht so, wie es aussieht. Wargeist zusammen mit Manfred von Karstein hauen ihn langsam zurück, aber das, was am meisten Schaden macht, wie sich herausgestellt hat, ist die Invocation von der Hack. Nicht die Invocation of Hack, sondern nämlich der Spirit Leech, der jetzt gerade kommt. Er hatte gerade 2000 Lebensenergiepunkte. Jetzt kam wahrscheinlich noch ein guter Treffer von Manfred von Karstein und das Ganze hat ihn zügig ausgeschaltet. Er hätte wirklich sich in den Schutz seiner Bogenschützen begeben sollen. Hier geht der gigantische, lächerliche Blobfight einfach weiter und ich freue mich darüber, dass ich eine neue Grafikkarte habe, denn dadurch sieht alles viel besser aus. Während hier so dieser Blobkampf vor sich läuft, habe ich versucht, einige Einheiten hier um die Flanken an den Seiten rumzuschicken, damit er nicht mehr mit seinen Bogenschützen in meine Einheiten reinfeuern kann. Den White King habe ich dafür auch verwendet. Und hier ist endlich nach 2-3 Minuten diese Eternal Guards Einheit gebrochen. Und was man eigentlich daran sehen kann, ist, dass diese Skelettkrieger wirklich nicht sonderlich viel Schaden an diesen Eternal Guards machen. Die sind deutlich, wirklich deutlich bessere Kämpfer. Und hier sieht man das eigentlich auch. Meine Einheiten sind schon alle ziemlich stark beschädigt, während an diesen Wildwood Rangers so gut wie kein Schaden gemacht worden ist. Liegt jetzt allerdings, wo ich sehe, wahrscheinlich auch daran, dass er die Einheiten geheilt hat. Und was wir jetzt allerdings auch sehen, ist, dass so ein Angriff der Devils of Schwarzhafen die Moral sofort runterzieht und gleich Schaden verursacht. Das gleiche passiert hier mit den Glade Guards, sind sofort broken und flüchten. Das heißt, der Weg hier, diesen ganzen Kampf zu gewinnen, war, die ganzen Bogenschützeneinheiten der Waldelfen aufzureiben mit meinen Wargeists. Fasst sie auf, Jungs. Und seinen Blob, den er hier geformt hat, langsam aber sicher aufzureiben. Nächste Charge, ich muss sagen, diese Charges, diese Charge-Attacken, die diese Wargeists jedes Mal durchführen, machen enorm viel Schaden. Ich glaube, das hat jetzt 1000 Schadenspunkte gemacht innerhalb von 5 Sekunden. Das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Die Wargeists sind wirklich eine Schocktruppe für Rare Charges, ideal geeignet. Hier läutet, wird gerade der Untergang der gegnerischen Elfeneinheiten eingeleitet. Warum hat er so geblockt? Keine Ahnung, warum habe ich so geblockt? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall ein Fehler von beiden Seiten, anders kann man das ganz sicherlich nicht sagen. Er hätte vielleicht ein paar Einheiten jetzt rausziehen sollen, um gegen diesen Rare Charge meiner Skelettkrieger zu schützen.
Ist nicht passiert. Mein Formskrab steht immer noch. Er hat versucht, mit seinen Bogenschützen zu zerstören, aber es regeneriert sich ja die ganze Zeit selbst. Jetzt kommt auch noch eine Invocation of eine Hack meinerseits, die dafür sorgt, dass alle meine Einheiten regeneriert werden. Das macht er natürlich auch immer wieder. Das heißt, seine, also in einem lange anhaltenden Kampf sehe ich eigentlich nicht, wie die Untoten den Kampf gegen diese einen ganzen Wildwood Rangers und die Turret Guards gewinnen können. Und diesen haben auch noch Armor-Piercing-Angriffe. Das heißt, selbst gegen Grave Guards sind die richtig gut. Wenn man jetzt noch seine Bogenschützen schützt vor diesen ganzen Wargeist, sollte man eigentlich mit den Waldelfen gut in der Lage sein, gegen jede gegnerische, also Untoten-Armee standzuhalten. Denn die haben noch, auch noch einen Bonus gegen Large, das heißt, sie sind auch noch gut gegen Wargeist und gegen die Crypt Horrors, gut gegen Kavallerie. Eigentlich sollte man fast eine Armee nur aus Eternal Guards gegen die Untoten benutzen. Und noch ein paar Bogenschützen, um das Ganze zu schützen. Dann ist das Ganze fast wie eine bedrohende Armee. Ich glaube, das würde gut funktionieren. Gut, nach diesen ganzen, nach der Reihe von Rare Charges und den ganzen terrorverursachenden Einheiten, die man immer dabei haben sollte als Vampirspieler oder generell als jeder Spieler überhaupt, fängt ja mehr an zu routen und das Ganze ist vorbei. Was hat ihn hier das Spiel gekostet? Er hat seine Einheiten zusammengebloppt, ich dummerweise auch, das hätte ich nicht machen sollen. Zum Glück haben wir das beide gemacht, deswegen wurden hier Vor- und Nachteile wieder negiert. Und er hat leider seinen Glade Lord unnötig verloren am Anfang. Das hat ihm auf jeden Fall auch das Genick gebrochen. Nichtsdestotrotz, GG an Wowzack. So ein Spiel hat er wahrscheinlich auch nicht erwartet. Gegen diese untoten Armee. Und wie es mir auch schon passiert ist, macht man manchmal Fehler. Und dann war es das halt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.